Kriegserklärung gegen Scientology. Eine Hackergruppe namens Anonymous hat der Sekte in einer Videobotschaft auf YouTube den Kampf angesagt. Sie wollen die Organisation zunächst im Internet und dann komplett zerstören. Hello, leaders of Scientology. We are Anonymous. Wir grüßen euch, Führer von Scientology. Wir sind Anonymous. Wir haben euch über Jahre hinweg beobachtet. Eure falschen Berichterstattungen, die Unterdrückung jeglichen Widerspruchs, eure provokante Art. All diese Dinge sind uns aufgefallen. Als euer letztes Propaganda-Video aufgetaucht ist, wurde uns das Ausmaß eures bösartigen Einflusses bewusst. Auf diejenigen, die euch vertrauen und Führer nennen. Anonymous hat daher entschieden, dass eure Organisation zerschlagen werden muss. Mit euren Methoden und eurer Heuchelei schaufelt ihr nur euer eigenes Grab. Ihr könnt euch nicht verstecken. Wir sind überall. Ihr werdet euer Heil nicht im Angriff finden, denn für jeden von uns, der fällt, treten 10 neue in unsere Reihen. Ihr werdet Anonymous sicher als ein Beispiel von Verfolgung darstellen. Die Verfolgung, vor der ihr eure Anhänger schon so lange warnt. Das ist okay für Anonymous. Mehr noch, es ist sogar ein Ansporn. Wir sind eure Hacker. Mit der Zeit wird es euch immer schwerer fallen, eure Anhänger weiterhin zu unterdrücken. Gläubige werden erwachen und sehen, dass eure Art von Erlösung nicht funktioniert. Sie werden merken, dass ihre Unzufriedenheit nicht durch uns verursacht wird, sondern durch eine Quelle, die ihnen weitaus näher steht. Durch euch, durch Scientology. Ja, wir sind Hacker. Jedoch ist unsere Unterdrückung nichts im Vergleich zu der von Scientology. Wissen ist frei. Wir sind Anonymous. Wir sind die Legion. Wir vergeben nicht. Wir vergessen nicht. Erwartet uns. Bereits am vergangenen Freitag hatten die Hacker einige Internetseiten von Scientology zum Abstürzen gebracht. Weitere Seiten wurden massiv verlangsamt. Auslöser der Kriegserklärung war das vor wenigen Tagen aufgetauchte Scientology-Lehrvideo mit Schauspieler Tom Cruise.